Im Stuttgarter Neuen Schloss hat Ministerpräsident Mappus am Nachmittag die Sieger des Landeswettbewerbs Echt Gut Ehrenamt in Baden-Württemberg ausgezeichnet. Daniela Mühlbeck und Rocco Unbescheid engagieren sich seit vielen Jahren im Ahlener Verein Govinda Entwicklungshilfe. Für den gab es heute von Ministerpräsident Mappus eine Echt-Gut-Trophäe und von Sparkassenpräsident Schneider als Pate eine Urkunde. Der Verein Govinda Entwicklungshilfe kümmert sich derzeit um rund 5000 benachteiligte Menschen in Nepal. Unter anderem gibt es dort mittlerweile ein Waisenhaus, eine Schule und ein Ausbildungszentrum. Dieses Engagement brachte dem Verein beim Ehrenamtswettbewerb Echt Gut Platz 1 in der Kategorie Lebendige Gesellschaft und ein Preisgeld von 2500 Euro. Die Mitglieder des Vereins sind sich sicher, ehrenamtliches Tun macht Sinn. Unser Verein ist ein kleines Beispiel, wie viele andere Beispiele hier in diesem Raum sind, dass man Hand anlegen kann, dass man was verändern kann, dass eine andere Welt möglich ist. Weitere Echt-Gut-Trophäen gab es in den Kategorien Sport und Kultur, junge Macher, Ehrenamt, Impulse, Umwelt sowie soziales Leben. Außerdem wurden heute auch die jeweiligen Zweit- und Drittplatzierten in den einzelnen Kategorien ausgezeichnet. Ja, echt gut und bitter notwendig wäre für den VfB Stuttgart morgen ein Auswärtssieg.